Dieser Füller füllt auf, und das in mehrfacher Hinsicht. Hallo, mein Name ist Christian und dies ist Writing Delight. Die Firma Otto Hood steht für hochwertige Füller. Und dies trifft auch auf den Design 05 zu, den wir hier heute haben. Wie alle Otto Hood Füller kommt auch der Design 05 in einer hochwertigen Verpackung. In einem schwarzen Pappschuber mit silberner Prägung befindet sich die eigentliche weiße Box aus stabilem Karton. In dieser befindet sich der Füller, der auffällt. Nicht nur, weil es die Variante gelb ist, auch die Form ist ungewöhnlich. In der unteren Lage haben wir übrigens noch ein paar Ersatzteile, ein Mikrofaserreinigungstuch, eine allgemeine Anleitung und die Garantiekarte. Aber schauen wir uns den Füller einmal genauer an. Wir haben hier einen recht kurzen Füller mit einer ungewöhnlichen Form. Die Cap hat ein Karomuster, welches in Gelb gehalten ist. Kappenspitze und Clip sind hochglänzend silbern gehalten. Die Kappenspitze direkt trägt das Otto Hood Logo graviert. Das Ende hat eine gummierte Touchspitze. Die Kappe lässt sich nach nicht einmal einer Umdrehung öffnen. Darunter kommt die Metallgriffzone und die Feder zum Vorschein. Ohne Kappe ist der Stift sehr kurz, was daran liegt, dass es hier eindeutig vorgesehen ist, die Kappe hinten aufzusetzen. Dieser kurze Schaft sorgt aber dafür, dass ein normaler Tintenkonverter zu lang ist. Man muss auf kurze Tintenkonverter ausweichen, wenn man keine Tintenpatronen nutzen möchte. Aber ein paar Details. Hier die fein gearbeitete Feder. Typisch für Otto Hood ist der schlichte Stil in der Verzierung. Wir haben hier eine fein und sauber gearbeitete F-Feder. Erhältlich ist der Füller übrigens mit den Federstärken EF bis B. Hier einmal die Kappenspitze von der Seite. Hervorragend ist die seitliche Gravur des Schriftzuges Otto Hood zu sehen. Auf der anderen Seite ist übrigens die Seriennummer angebracht. Jeder Füller von Otto Hood hat eine Seriennummer. Bei so einem kurzen Stift ist natürlich interessant, wie er sich in der Hand halten lässt. Und ohne Kappe ist dieser Stift wirklich nur für kurze Notizen nutzbar. Er liegt einfach nicht auf der Hand auf und wird nur durch die Finger gehalten. Das ist nicht schön. Mit hinten aufgesetzter Kappe aber ist die Länge angenehm und er liegt optimal in der Hand. Er ist so gut nutzbar. Und wie er nutzbar ist. Die Feder gibt ein tolles Gefühl auf dem Papier. Sie gleitet leicht und gibt ein minimales Feedback. Aber nicht nur das, die Feder kann auch eine schöne Linienvarianz erzeugen. Eingefüllt habe ich übrigens die Tinte Octopus Fluids Mango. Nicht ganz der Farbton des Füllers, aber auch sehr nett. Das Schreiben mit dem Füller ist wirklich angenehm. Mit der aufgesetzten Kappe liegt er für mich nahezu perfekt in der Hand. Die Gewichtsverteilung ist toll und die Feder gleitet angenehm über das Papier, selbst mit dieser F-Feder. Bevor wir zum Größenvergleich kommen, noch die eine Besonderheit dieses Füllers, die Touchspitze. Mit dieser kann man mit dem Design 05 Tablets und Smartphones bedienen und dies geht wirklich problemlos. Keines der getesteten Geräte hatte irgendwelche Probleme damit, mit dieser Spitze bedient zu werden. Und sollte diese Touchspitze mal kaputt gehen, sind hier Ersatzspitzen vorhanden, die man auch nachkaufen kann. Man nimmt einfach einen langen Gegenstand, etwa einen Schraubendreher, und drückt die Spitze von innen heraus. Dann einfach noch die neue Spitze reindrücken. Fertig. So, nun aber zum Größenvergleich. Ich habe den Design 05 hier mit dem Visconti Homo Sapiens, dem Caveco Student, einem Online Bohemian Art, einem Pelikan M805 und einem Lamy Safari. Im geschlossenen Zustand ist der Design 05 von der Länge her unauffällig. Vom Design natürlich nicht. Aber mit abgenommener Kappe wird deutlich, wie klein der Stift ist.
Mit aufgesetzter Kappe ist er im direkten Vergleich natürlich auch kurz, aber ausreichend lang. Im zweiten Größenvergleich ist der Füller hier mit einem Diplomat Skyline. Einem Clio-Skribent Aura Laguna Dragon. Einem Kaweco AL Sport. Einem Diplomat Aero. Und einem Diplomat Magnum. Hier wird deutlich, dass der Design 05 sehr nah beim Kaweco von der Länge her liegt. Ohne Kappe und mit hinten aufgesetzter Kappe sind die beiden nahezu gleich lang. Aber die Design 05 ist einfach auffallend. Natürlich hier besonders in dieser Farbversion, die man im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt der Firma Otto Hood zutraut. Aber die Design 05 ist bunt. Es gibt ihn noch in den Farbversionen Mint, Blau, Platin, Schwarz und dann noch Schwarz mit Roségoldelementen. Und ja, die Form ist auch auffallend. Er wirkt eher, als fehlte noch etwas. Aber das ist wirklich der gesamte Füller. Das Design ist gewöhnungsbedürftig, aber es hat was. Und ist praktisch mit der Touchspitze. Generell ist dies ein guter Füller für immer dabei. Ein EDC-Stift, also Everyday Carry quasi. Dank seines Metallgehäuses ist er robust. Die Kappe ist verschraubt, aber schnell zu öffnen. Und im geschlossenen Zustand auch für Smartphones und Tablets nutzbar. Das alles macht ihn eigentlich ideal für unterwegs. Es muss ja nicht immer die Farbe gelb sein. Aber auch die hat etwas für sich. Es ist ein auffallender Stift. Meiner Meinung nach der auffallendste Stift im Programm von Otto Hood. Aber wie üblich bei Otto Hood, die Verarbeitung ist hervorragend. Feine Gravuren, das Karo-Muster auf der Kappe. Die einfache, aber praktische Art, die Touchspitze zu wechseln. Alles zeugt davon, dass hier Menschen aktiv waren, die sich etwas bei dem Entwurf gedacht haben und es auch durchdacht haben. Alleine, dass man diese Touchspitze so problemlos wechseln kann. Wie schnell kann diese in einer Tasche kaputt gehen? Der Preis für zwei Spitzen ist weniger als 8 Euro. Also auch das ist völlig in Ordnung. Der Design 05 ist auffallend. Ungewöhnlich. Und das Design macht ihn gewöhnungsbedürftig. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist ein wirklich guter Füller. Der mit aufgesetzter Kappe liegt er toll in der Hand. Und die Feder schreibt sich einfach wunderbar. Leichtes Gleiten und auch noch eine angenehme Linienvarianz. Und wenn die Kappe hinten auf den Füller aufgesteckt ist, sieht er auch fast wie ein normaler Füller aus. Aber mal ehrlich, in diesen Füller passt eigentlich kein Königsblau, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Vorstellung gefallen. Wie immer, lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.